Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien hat sich mit dem von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Zustimmung zum zweiten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge, der Ihnen als Drucksache 16/1874 vorliegt, befasst. Dieses Gesetz dient in erster Linie dazu, die Zustimmung des Landtages zum zweiten Medienänderungsstaatsvertrag herbeizuführen. Die Änderungen betreffen dabei den Medienstaatsvertrag sowie den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Das wesentliche Ziel der Anpassungen ist, den Ausbau barrierefreier Medienangebote zu stärken. Der Ausbau barrierefreier Medienangebote trägt entschieden dazu bei, allen Menschen gleichermaßen eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe am medialen Diskurs und an der Gesellschaft insgesamt zu ermöglichen. So wird insbesondere der Begriff barrierefreies Angebot in § 2 Nummer 30 definiert und die Pflichten für die Anbieter konkretisiert und ausgeweitet. Der vorliegende Gesetzentwurf wurde vom Ausschuss für Bildung, Medien und Kultur in seiner 93. Sitzung am 1. Februar 2022 gelesen. Eine umfangreiche Anhörung fand am 4. März 22 statt. Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag einstimmig die Annahme des Gesetzentwurfs in zweiter und letzter Lesung. Ich danke für die Aufmerksamkeit.